Hey Leute, was geht und willkommen zu Let's Play Introverse 3. Und ja, Vincent Lukas ist wieder im Start. Hallo Luca. Jo, was geht? Jo, was geht? Und wir zocken heute auf der wunderschönen Map. Groß Grand Carolina. Carolina. Ja, Grand Carolina. Und das wird unserer Meinung nach ein richtig fettes Spiel, beziehungsweise wir haben sehr gute Gegner. Also der lila nicht, aber der gelbe ist sehr gut. Und ja, ich wollte eigentlich zuerst mit den Franzosen spielen, aber dann hat der gelbe ein bisschen aufgemuckt und dann musste ich auch die Engländer rauspacken, weil er spielt jetzt auch mit den Engländern. Beziehungsweise wir alle eigentlich außer Luca. Hallo. Und ich sehe gerade, er hat ein ganz gutes Rush-Deck. Ich check noch nicht, was die Einheiten da im ersten Zettel sollen, aber naja. Und ja, Luca, was ist deine Strategie heute? Also ich werde verstärkt auf See gehen, aber weil das kleine Kind Vincent es nicht ausstehen kann, wenn man ihn in seinem Bereich wegnimmt, muss ich ihm was von der See abgeben. Ja, Luca, es geht nicht darum, es geht darum, dass wir sonst verkacken, Alter. Aber naja, wir können es ja auch brüderlich teilen, du weißt. Mhm, ja. Das ist gut. Ja, heute ist eigentlich ein Let's Comic geplant, aber wir hatten ein bisschen Zeitdruck und ja. Ja, wir haben genau zu sein Donnerstagabend. Ja, irgendwie schaffen wir es nicht so richtig, unsere Zeit so zu koordinieren, dass wir beide irgendwie nachmittags oder so aufnehmen, sondern es ist immer später abends. Ja, egal. Ja, jetzt habe ich heute mal ein LP, aber ich denke, das ist auch ganz chillig. Wir haben auch ein Thema heute, und zwar, wie gesagt, wie ihr bestimmt schon bekommen habt, auf unserem Kanal gibt es auch keine Let's Play Togethers mehr. Und auf dem Kanal von Lukas auch nicht mehr, weil er, wie gesagt, jetzt entschieden hat, mit YouTube aufzuhören. Und ja, ist natürlich ziemlich schade, aber wie gesagt, ist es seine Entscheidung. Ist natürlich auch nicht immer leicht, irgendwie das zu machen, muss man schon sagen. Ja, vor allem Freizeit ist dann auch ziemlich wenig eigentlich, nur es sei mal so verpeilt wie ich im Vincent und machen die ganzen Videos nur abends oder in der Nacht. Ja, Nacht machen wir jetzt auch nicht. Ja, abends. Und ja, wie gesagt, da wird es halt eben keine Let's Play Togethers mehr geben. Im Moment, weil es gibt auch wenige Let's Play, die das noch machen. Ich weiß nicht, vielleicht schreiben wir mal Pilo fast an, ob er Bock auf ein LP Together hat. Ja, wäre zwar ein Wunder, wenn es so wäre, aber... Ja, aber mal gucken. Ich glaube, man muss nicht dran, aber aufgeben. Was soll's. Fragen kann man ja mal. Ja, das ist dazu. Deshalb wird seitdem... Okay, er ist schon sehr früh im zweiten Zeitalter. Ich glaube auch, er wird uns rushen, Luca. Ja, das Gefühl beschleicht mich auch. Ich age jetzt erst. Okay, ich bin gerade beim T von Entdeckung. Erstmal hier ein bisschen die Beere penetrieren. Das hört sich nett an. So. Häuschen bauen. Dann ist nämlich der eine schon direkt down, dann kann ich mir schön den Siedler hier gönnen. Läuft bei mir. Ja, Luca, ich denke. Wir sollten uns auf jeden Fall auf den Rush gefasst machen. Also, ich geh jetzt auch erstmal lieber. Ach, ich bin gar nicht down. Scheiße, egal, fast. Ich gehe auch erstmal auf Militär, damit ich nicht hier total am Abkacken bin. Eigentlich. Ja. Normalerweise sage ich ja jetzt dann direkt auf Schifffahrt. Luca macht das schon. Luca, ganz im Ernst, wenn du gerusht wirst, du bist am Arsch. Ja, das weiß ich. Aber das bist du eigentlich so gesehen auch, wenn du gerusht wirst. Ja, das stimmt. Aber, weil wenn du spielt Rush, ne? Ich will's nur so gesagt haben. Ja, jetzt also. Sehr defensiv hin. Nichts riskieren erstmal. So, ich hole mir schnell, glaube ich. Das war. Taktisch nicht so klug. Ich komme einfach mal schnell die 6 Musketiere als Ladung. Ja, so taktisch nicht so klug. Ich hole mir jetzt gleich auch.
Weil... Dein Deck an, Luca. Ja, ich hab's ja auf Schifffahrtsdings. Ja, hab ich auch. Also ungefähr, ne? Ich hab jetzt nicht die Karavellen drin, aber... Die sind, finde ich, eine richtig gute Karte eigentlich. Die zwei Karavellschirme, zwei Zelda. Ja, aber ich hol mir jetzt... Ich muss mal überlegen, ob ich 8 Armbrustschützen habe. Ich nehme die 8 Armbrustschützen. Jetzt rumpf ich doch lieber mit Masse ein bisschen auf. Ja, die kriegen, glaube ich, auch einen Bonus gegen Infanterie, ne? Nee, Armbrustschützen bekommen, glaube ich, gegen gar nichts im Bonus. Also, wenn es bei Asian so. Ja, wer weiß. So, erstmal hier ein bisschen wieder pushen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch langsam wieder auf. Beziehungsweise brauche ich jetzt meinen Hafen. Die Zeit ist reif. Okay, ich habe natürlich 11 Leute. Aber gegen sehr frühen Rush bin ich schon ein bisschen gewappnet. Darum ist auch die Schoner. Wie gesagt, ist einfach brillant mit den Schonern. Also den kosten dann noch die Fischerboote 40 Holz und einfach mit den Kosten der Geschwindigkeit, die man die dann ausbilden kann, ist einfach ein unglaublicher Vorteil. Vor allem auf so einer wunderschönen Map wie Carolina. Ich muss sagen, wir spielen die in letzter Zeit, glaube ich, auch ein bisschen zu oft. Also immer ungefähr die gleiche Strategie fahren damit. Müssen wir auch ändern, aber keine Ahnung. Wir wollen jetzt auch unbedingt auf Schifffahrt gehen, von daher haben wir jetzt mal die Map genommen. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ja, ich muss die auch manchmal irgendwie an so einem Themengebiet ranwagen. Du kommst zu mir, Luca, das finde ich aber sehr schön. Ja. Ja. Oh, scheiße. Genau so habe ich es auch gesehen gerade. Okay. Ist ja wohl noch nicht angegriffen, aber das kann ja noch kommen. Er hat durchaus da schöne Rush-Sachen, aber ich bete mal, dass er mir noch vielleicht 3-4 Minuten lässt, dann habe ich auch eine Chance, mich militärisch aufzubauen. Du bist ein dreckiger Hund, Luca, das ist meine Herde, Alter. Das ist mir sowas von scheißegal. Er hat gesagt, wir müssen uns die Wale vor allen Dingen brüderlich teilen. Ja. Ich mag kein Teilen. Ja, ich weiß. Naja. Also ich habe jetzt eine unglaubliche Armee aus 8 Armbrustschützen. Und... Ja, die wird mir ganz sicher zum Sieg verhelfen. Also nichts. Ja, also gewissermaßen schon, ne? Die ganzen Weiterentwicklungen raushauen. Ich brauche einen Wal. Hier mein. Ready. Hund, jawohl. Ich glaube, ich gehe auch mal ein bisschen mehr jetzt auf Holz. Ich brauche jetzt viel Holz. Für Häuser, für die Schiffe, für alles. Oh, scheiße. Ich brauche einen Wal. Nicht Wal. Und Luca, was machst du gerade Schönes? Ich bilde gerade Fischerboote fleißig aus. Das und Siedler. Und ja, also wie gesagt, ich habe mich dann doch, glaube ich, ein bisschen geirrt mit dem Rush. Der ist noch nicht eingetreten. Vielleicht kommt doch gleich mit 50 Musketieren um die Ecke. Das wäre natürlich auch ein bisschen scheiße. Das ist auch eine Form von Rush, aber naja. Lass mich mal rushen. So. Ah, noch ein bisschen mehr Gold. So. Das ist eine ganz ordentliche Wirtschaft. Würde ich mal so sagen. Okay, mal ein bisschen. Schon Armee, Luca? Ja, so ungefähr quasi, ne? Ja, eigentlich nicht, aber ungefähr. Ja, das sind Armbrustschützen. Hast du was gegen Armbrustschützen? Hm? Eigentlich nicht, ne? Also ich finde die auch ziemlich sexy. So ist es nicht. Klar, wir können es auch anders sein. Yes, recht. Yes. Ja. Oh.
dieser dreckige Wichser, ich hab's gewusst. Rüber, ich werde hart angegriffen. Ja, ich war es hinten. Von hinten. Von hinten, so wie ich es mag. Ja, so. Vincent. Oh, scheiße. Scheiße, Alter. Hat hier nicht aufgerüstet, das ist schon mal ganz gut. Ich hab den First Hit. Auch ganz gut. Mit ein bisschen Glück. Kann ich das noch schaffen? Luca, kannst du mir ein bisschen was senden, Alter? Also, von wegen, wie ist das? Armbrustschützen. Ja, so in der Art. Okay, komm also, rüber. Das hatte ich gedacht, um echt zu sein. Das wäre echt. Das ist wie eine also, jetzt kommt die unglaubliche Armee des Diktators. Wir hätten natürlich ziemlich gut positioniert seine Armee. Aber ich glaube jetzt auf gar keinen Fall lässt eigentlich nochmal so als Tipp, als ziemlich guter Tipp, wenn er angegriffen wird, ihr dürft niemals vergessen, dann die wirtschaftlich wieder aufzubauen, weil dann ist das für euch euer Tod. Okay, ich werde von beiden angegriffen, Luca. Also jetzt doch nicht so sexy. Ja. Ich habe jetzt das auch oft gewusst, jetzt haben die ein bisschen mehr Angriff, aber das bringt mir auch einen Scheiß da gerade. Ich kann auch hier die Minutemen auslösen, die bringen auch noch ein bisschen was. Aber dann leider doch nicht so viel. Aber ich bin jetzt trotzdem noch ein bisschen in der Verteidigung. Jetzt kommen auch schon Lukas Armbrustschützen und so. Der Angriff kann ja wahrscheinlich noch abwehren. So gerade. Ja, da kommen aber noch von unten auch nochmal 5. Okay, ich hab's sogar auch ohne Luca geschafft, aber. Nein, ich hab's einen Musketier ja, umgelegt. Das stimmt, das stimmt. Danke, Luca, dafür. Ja, kein Ding. Bin dir wirklich auf ewig dankbar. Aber deine Siedler werden nichtsdestotrotz da oben abgemessen. Das hab ich gerade gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ist mir gerade vorbeigefahren, weil ich da. Vorbei. Eingefallen, weil ich da kurz vorbei. Das ist auch ein Vorteil von den. Lieben Schiffen. Sind, ich sag mal, sicherer im normalen Spiel, wenn der Gegner sich gerade auf auch auf Schifffahrt geht. So, okay, die sind mit alle am Arsch. Aber dafür habe ich meinen Fischerboot. Okay, er hat sich ein bisschen geschwächt, aber jetzt auch nicht so unbedingt. Klar, er liegt jetzt von den Punkten vorne. Aber das ist auch nicht so jetzt so dramatisch. Ziemlich viele untätige Siedler, ja. Egal, wir konnten seinen Angriff niederschlagen. Oh ja, das konnten wir. Ja. So. Jetzt gehe ich noch weiter massiv auf die lieben Fische. So. Die Minutemen haben es auch noch ein bisschen gebracht. Oh, ein bisschen Forster, genau. Oh nee, da kommen schon die nächsten. Ja, ich muss mal einen Wall bauen. Luca? Ja? Kannst du vielleicht gleich die zwei Karavellen schicken lassen und dann ein bisschen scouten da? Die Karavellen sind schon da. Echt? Ja. Okay, cool, dann scouten wir ein bisschen. Ja, ich scoute gerade. Ich weiß nicht, sammeln die schnelle Nahrung oder Rohstoffe als... Nein, ich glaube nicht. Also... Bin mir nicht sicher. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wieso, Luca, wir müssen uns später wirklich die... die Wale brüderlich teilen. Ja, im Moment reiße ich sie mir auch alle unter den Nagel. Ja, wie gesagt, Luca, das ist nicht gut. Ich würde sagen, wir machen beide 30 Schiffe. Dann passt das. Sonst haben wir einfach unglaublich viele Arbeitslose. Und das wäre für uns beide der Tod. Wahrscheinlich. Klar, weil wir viel zu viel da reingesteckt haben und keinen Profit damit machen können. Ja. Ich habe jetzt 28, glaube ich. Ich mache jetzt noch 2 und dann reicht mir das auch. Nee, ich habe. So, jetzt habe ich dann. Dann lasse ich es auch mal. Und. Weiter auf Holz. Perfekt. Okay, von den Punkten sieht auch gut aus. Luca ist gerade auch stärker als ich. Bin ich immer. Von der Armee nicht so, aber... Oh, da kommen schon die nächsten. Gerade ziemlich spät gesehen. Aber die... Ja, die laufen... Oh, nerviger Scheiß. Hab ich schon überhaupt? Ja, hab ich schon. Ich glaube, ich mache gleich mal einen Wall. Das ist sowas von nervig.
Luca, pass auf, ne? Ja, ja. Pass immer auf. Das ist gut. Ich glaube, wie Zeit für Untätige. Verschiedene Worte, ja. Ende. So. Die sind alle tot, das ist sehr schön. Können wir nach da gehen? Ich glaube, ich tu mal ein paar hier hin. Und dann verlasse ich auch hier oben. Warum kommen wir in den nächsten? Okay, das ist eine ziemlich schwache Armee. Ich glaube, ich jetzt auch hier ins vierte Zeitalter, ins dritte. Das ist, glaube ich, ganz clever. So. Muss ich wieder versuchen, ein bisschen was zu finden hier. Okay, die machen kein Schiff, das ist schon mal ganz chillig. Ja, da haben wir zumindest das Meer und ich glaube, das wird auch eigentlich einer der größten Faktoren sein, warum wir gewinnen werden. Eventuell. Das stimmt, Luca. Ich muss auch noch mal eine Karavelle, also geht ins Ritter. Ich gehe jetzt auch mal auf Mühlen, weil ja gleich später, wenn alles, ich sag mal, leer gefischt ist, dann haben wir Probleme, wenn wir nicht irgendwas vorrätig haben. Ja, dann. Ich glaube, wir müssten versuchen, ja, Siedler auf Nahrung und dann die Fischerboote auf die Wale, ne, auf lange Distanz. Gesehen. Ja. Und dem auch so noch mit den Fabriken und sowas, dann versuchen irgendwie, ja, Nahrung zu kriegen. Du bist angegriffen? Ja. So ungefähr. So ungefähr. Brauchst du Hilfe? Ja. So ungefähr würde ich auch sagen, ja. Ich schicke dir mal 24 Musketiere. Ja. Ich bin überlegen. Ich habe gerade ziemlich viele Rohstoffe, das ist ganz gut. Du, ich würde gerade, wenn du angegriffen bist, mach hier ein paar Siedler. Ja, ja. Okay, die gehen wieder weg. Okay, ja. Ja. Ich glaube, ich ziehe mich wieder zurück. Wenn ich das nämlich noch irgendwie. Ja, der wird dich ganz sicher angreifen. Ja, okay, ich glaube, wenn mein Gegner dann mal ein bisschen den Winkel verkürzen. Das ist wahrscheinlich nicht so clever. Oh, die sind direkt im Wasser. Die greifen wieder meine Leute da an. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Deshalb habe ich da richtig schön viele Rohstoffe. Das gefällt mir gut. Ja, ich habe auch schon einigermaßen viele wieder. So. Commandement. Yes. So, jetzt haben wir natürlich schön die See ganz für uns. Das ist richtig Premium. Bin ich auf dem dritten. Auch eine Karavelle, ist ein bisschen unnötig. Aber Safety first, ne? So, zack. Kriegt da nochmal eine zweite Kaserne. Das muss jetzt mal sein. Tournament. Ja, komm. Alter, komm wieder zu dir, Luca. Scheiße. Ja, klar, von hinten wieder. Brauchst du Hilfe? Ja, also irgendwie ist es ein bisschen nervig, wenn beide mich angreifen. Ja, ich schick dir ein bisschen was, lass es auch mal stehen, glaube ich. Ich habe mir jetzt auch die Handelsroute unter den Nagel geschlagen. Könntest du euch ins 4-4. Gehen, Luca? Haben wir gewonnen, oder? Ach komm, YOLO. Yalla. Jetzt steige ich komplett auf Wale um. Weil ich gerade nicht das Gold brauche. Hier ist noch was frei. Da ist nichts mehr frei. Macht er da was? So, jetzt habe ich echt viele Rohstoffe. Ah, es kommt was auf mich zu, sehe ich gerade so aus dem Augenwinkel. Die Geschütze bringen mir nicht so viel. Ich brauche Häuser. Und einen Wald, das ist sehr wichtig. Mir fällt gerade schon wieder auf, dass wir so abgelenkt sind von dem Spielgeschehen, dass wir schon wieder fast gar nicht mehr über irgendwelche Themen quatschen. Ja, aber wir hatten, glaube ich, auch nur das, also ja. Eigentlich schon das vorbei. So. Auf der See hässige meine Handelsposten an. Ist nicht ganz so geil, aber egal, jetzt habe ich richtig viele Einnahmequellen, das ist schon ganz gut. Ich gehe nochmal hier, mache ich nochmal eine schöne. Na komm, eine Mühle hin. So, ist nicht so clever, die auszuschließen, aber egal. Zack.
Ball kann dort nicht. Ach, fuck, ich hab. Er greift mich auch an. Okay, dann. Ich halt die beste Armee. Sollte schnell da was schließen. Eins auf den Nerv mit seinen komischen Speeren. So. Bin ich auch am 5. Im 4. Jetzt habe ich ganz gut Rohstoff eigentlich. Ich brauche ein bisschen mehr Nahrung. Du hast, glaube ich, fast alle Wale, oder? Wenn du welche brauchst, dann sag. Ich brauche welche, ich habe zu wenig Münzen. Ich habe nur 1000 Münzen. Meister, ich kann dir welche geben gerade. Ja, aber ich brauche auch konstant Münzen, wenn ich was ausgebe und so. Ja, wie viel Fischerbruder hast du denn? Ich habe jetzt genau... 30. Übrigens, ich bin so gut wie tot, weil der Typ mich die ganze Zeit mit seinen scheiß verdammten Husaren angreift. Das ist echt so krank nervig. Stationieren wir mal Leute bei dir. Ich gebe dir mal 1000 da, ne? Ja. Das kleines Go-Paket. So. Ich glaube, ich greife vielleicht mal an. Ich muss schnell den Wall bauen. Schnell. Von der Seite hier. Ich sichere mich jetzt nicht vom Wasser ab, weil ja. Ich bin zu faul und ich glaube, dass die mich da angreifen werden. Also wie gesagt, meine ganzen Fischerboote sind jetzt fast alle arbeitslos und du hast fast alle Wale. Deswegen. Okay. Guck mal hier nach. Ja, da wollte ich gerade eigentlich mit denen hier fahren. Guck auch nach. Ich meine, das sind ja auch arbeitslos, wir haben, wie gesagt, das ist unser Problem. Wir sind beide zu weit aufgegangen. Ich habe eben noch einen Spot frei. In meiner Karavelle. Hä? Luca. Einen Wal habe ich noch. Hier können nochmal drei hin. Okay. Mach mal schnell ein Tor hin, dann kann ich zu den Husaren gehen. Danke. Obwohl, die gehen wieder woanders in diese dreckigen. Oh, dann geh sterben, Fischer, gut. Oh, Luca, hier ist auch nochmal ein direkter Vierer. Wo? Hier. Also, 7 Leute kannst du noch locker unterkriegen. Okay. So, die zweite. Ready. Recht. So, jetzt. Ich hab unendlich Rohstoffe. Was geht ab? Ah, jetzt trade ich mir ein bisschen Holz, weil ich brauche. So, also ich bin's eigentlich tot, weil diese verdammten Scheiß-Husaren mich wieder angreifen. Ich check bloß nicht, wieso manche Leute einfach nur so dumm sind. Schlichtweg dumm. Weil. Ich greife jetzt mal an. Ja, also am besten den gelben, ne? Der ist dir gegenüber, oder? Ich habe keine Ahnung. Commandment. So, jetzt habe ich eine sehr gute Industrie. Das hilft mir dann doch schon ziemlich. Ich könnte jetzt auch gleich. Ich habe. Vom Rohstoffverhältnis ziemlich gut für Husare, können das schnell einen Husarenangriff von der Küste starten. Das werde ich auch wahrscheinlich tun, weil ich so gemein bin. Und noch ein bisschen hier auf jeden Fall. Also verdient hat der Typ es. Ein bisschen mehr auf Dings hier nicht. Oh, mal das hier. Habe ich eine richtig geile Verteidigung. Und was sehen denn meine müden Augen da? Ein Militärlager vor. Ich werde angegriffen, okay. Glücke, der greift mich an, aber. Gut, habe ich nicht dabei. Go. Greift doch an, Jungs. Seid ihr behindert? Seid ihr behindert oder was? Bisschen laut. Geht mir gerade auf, ich glaube, ich bin schon zu spät. Also extrem laut. So. Der ist gerade abgeschmiert. Ja, jetzt bin ich wieder da, glaube ich. Ja. Okay, ja. Die kommen jetzt in mein Lager rein.
Die sind zwar nur, die sind nicht mal Veteranen, die sind ganz normal. Trotzdem. So, ich schicke mal noch einen dahin. Also ich kann jetzt auf jeden Fall Platten machen, so ist es nicht. Okay, es sind da viele durchgekommen, scheiße. Scheiße, die dürfen bloß wie meine Fabriken zerstören, das wäre richtig nervig. Also jetzt habe ich 4 Falkonette, das ist aber schon richtig chillig. Jetzt gucke ich mir noch das hier. Das hat er eigentlich mit. Warum hat der eigentlich die ganze Zeit das auf mich abgesehen? Wer weiß. So. Luca, verteidige dich mal lieber und baue dich ein bisschen wieder auf. Weil ich habe ja gar nichts mehr. Kein Plan, muss ich noch mal regeln, aber ich habe gerade ein bisschen Stress hier. Okay, der ist. Weißt du noch, kurzzeitig in meinem Lager, egal. Das kann man schnell wieder aufbauen. Der hat da, glaube ich, irgendwo eine Kaserne, würde ich sagen. So. Ja, der Gelbe ist ziemlich gut, muss man schon sagen. Ja, und nervig. Ja, das auch. Das habe ich durch. So, jetzt. Es ist die Stadt gerade angekommen. Das ist sehr chillig. So, repariere ich mal euch. Ich habe jetzt, wenn ich nämlich privat zocke, dann mach es ja ein bisschen leiser. Ein bisschen lauter. Für Aufnahme ein bisschen lauter. Oh Gott. Ja, Vincent ist total durch den Wind. Ja. Okay, du griff dich an, Luca. Jetzt kannst du abwerten, oder? Das sind nur das noch. Ah, ich habe noch ein paar Leute bei dir stehen. Ich habe so viel Gold gerade. Das ist echt nicht mehr normal. Ja, ich auch. Ich habe aber ein bisschen zu wenig Nahrung. Ich mach mal schnell Geschützgießerei. So. Ich habe gerade das Gefühl, dass ein paar Siedler von mir gestorben sind. Bei dem Angefall ziemlich viele. Ich habe bereits keinen einzigen Holzhacker mehr. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich glaube, ich mache... Ach, die habe ich da reingerufen. Ich Mongo. Egal, ich mache mal schön die Weiterentwicklung. Auch hier und da werde ich angegriffen. Das ist gut, da waren nicht meine Geschütze dabei. Sonst wären jetzt wahrscheinlich alle tot. So kann ich die nämlich ziemlich gut im Griff haben, weil die einfach nur normal sind. Ich habe hier Wachleute. Das ist sehr chillig. So. Und ich gebe mal einen Fick auf den Außenposten und hier ein bisschen weiter. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich schon im Lager und der hat keinen Wall gebaut, arbeiten fort. Das will ich mal niederreißen. Ich gucke mal noch ein paar Rückdrücke von der Seite. Ich habe zwar noch nicht sein. Wir haben die gar nicht gescoutet, ne? Fällt mir gerade auf. Okay, hier sind schön viele Siedler. Lecker. Und jetzt habe ich echt genug Rohstoffe, um mir alles und jeden zu kaufen. Ich könnte mir echt Lukas Arsch kaufen. Nee, danke. Wie nee, danke? Ich hab nie Danke gesagt. Ja, ich kaufe hier aber trotzdem, Luca. Ich will gar nicht wissen, wofür. Oh, ja, Schleck. Ich weiß nicht, warum habe ich so wenig Kommandopunkte? Ich habe gar nicht so viele Siedler und Fischerbutter. Eigentlich. Und uneigentlich? Ich habe echt viele untätige Dorfbewohner. 9 Stück gerade. Oh Gott, sie finden keine Arbeit. Oh, hier ist noch ein bisschen, kann ich glaube ich alle löschen. Das ist versenken. So. Oh, scheiße. So, noch mal ein bisschen Kampfkraft für die. 41 Angriff, das läuft doch ganz gut. Okay, jetzt kann ich auch noch hier wegballern. Den auch noch gerade. Mach ein bisschen lauter. Oh, ich klicke immer auf die falsche Scheiße. So, lila ist überhaupt nicht gut. Meiner Meinung nach zumindest. Deswegen, ich greife jetzt auch erstmal an. Ja, der ist echt ziemlich scheiße. Von Punkten her auch, das geht gar nicht klar. Ja, ich habe auch mal einen zweiten Angriff auf lila. So, und jetzt gehe ich auch mal ins 5. Ich habe echt viel zu wenig Nahrung. Ich auch, viel zu wenig Nahrung und zu viel Gold, ne? Ja, ich habe 7000 Gold und 400 Nahrung, das geht gar nicht klar. Richtig bullshittiges Verhältnis. Egal. Habt ihr gar nicht weiterentwickelt, ich faggot. Egal, mache ich noch hier schnell. Zack, die Sachen dafür. So. 0. Sind alle gestorben?
Der ist aber nicht schön. Du hast es erfasst, Vincent. Das ist aber gar nicht schön, dass die alle gestorben sind. Also ich komme jetzt auch mal hier unten noch. Ich hab die falsch dahingesetzt. Hier waren eigentlich auch alle Bauern. Egal. Bauern? Ja, Mühlner. Mühlner. Mühlner, aber ja, der verdammte Scheiße. Ich glaube, ist der Farmer, bitteschön, wie auch immer. Der korrekte Begriff dafür ist eigentlich Müller, glaube ich. Müller ist der in einer scheiß Mühle arbeitet. Ja, klar, du gerade bei Mühlenarbeiter. Ja, aber das, nein, ich meinte ja Bauern, die auf dem Feld arbeiten, ach, scheiß drauf. Ach, der ist schon draußen längst, okay. Ah, jetzt kommt hier auch Lila um die Ecke. Und der hat einfach wahrscheinlich gar nichts bei seinem Dorf. Nö, das kommt man auch ganz gelegen. Ich weiß nicht, machen wir daraus zwei Parts, Luca? Wer weiß das schon, Mal gucken. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, das ist dann doch nicht genug Stoff für. Oh, ich habe so viele Untätige. Die alle? Oh, scheiße. Ja, tschüss. Ich will euch nicht mehr haben. Ich mache hier mal noch einen Stall hin. Obwohl, ach, ich bin so dumm, ich brauche Kapitol. Ja. So. Oh ja, ja. Genau. Kann ich irgendwie Suchtrupps losschicken, irgend so ein Scheiß. Ah, scheiße. Ja, die Rakete kann ich auch mal, aber die ist zu langsam eigentlich. Ja, jetzt machen wir alles nieder. Mal gucken, ob ich das Kapitol noch brauche, beziehungsweise die Spione. So. Spione ist billig, das ist auch billig. Jetzt kann man ja, wie gesagt, um das mal zu zeigen, das sind die richtigen OP-Weitermeldungen hier. Dann sammeln einfach die Dorfbewohner 50% schneller. Das geht einfach richtig krass ab. Auch hier. So gesehen muss ich eigentlich mal mit meinen Husaren bei dem Lilam vorbeigucken. Mhm. Das hat er beim Gelb vorbeigucken, ist da eigentlich irgendwie verdient. Also seine Siedler sind jetzt noch hier. Ich habe jetzt gerade Spione. Okay, dann gehe ich dann mit meinem Kassator hin. Jo, ich gehe auch gerade hin. Ah, kein Plan. Ich bin aber schneller dazu. Das. Los, ich kann mich nicht so wirklich orientieren. Na, ich sehe sie. Hä, was? Wie ist sie schon? Ja. Die sind aber. Ach ja. Ich habe gerade ein bisschen Fail. Das war mein Kill. Ganz sicher. Was hat er eigentlich nichts mehr? Nur noch hier seine Armee. Dieser Schild. Aber mehr auch nicht. Ja, kann ich hier noch ein bisschen dies, das machen. Ein paar Husare, warum denn nicht? Das auch noch. Man, die könnten sich ja sonst nichts. Warte ich auch gerade meine Armee auf dem Weg dahin? Die habe ich gerade gar nicht mehr. Ah ja, Gelb hat aufgegeben. Ja, das ist schon vor lange, Alter. Das habe ich nicht gesehen. Sorry. Ich habe gerade gesagt. Egal. Ja, ich bin ein bisschen in den Gedanken versunken, weil ich spiele. Das ist aber schön. Ja, deswegen, guck mal, was meinst du, warum ich da oben hingelatscht bin gerade? So. Schön Imperial drücken. Aber wie gesagt, die Erweiterung hier, schwere Befestigung, die ist, finde ich, echt ziemlich chillig. Also, ja. Wenn man einfach direkt, wie gesagt, wie die Karl schon sagt, richtig geile Befestigung da, das bockt sich echt. Und jetzt habe ich im Prinzip ein ganz gutes Verhältnis von Rohstoffen her, aber jetzt brauche ich im Prinzip gerade nur noch Gold und Holz für ganze Weiterentwicklungen. Das war natürlich ein bisschen ein großer Fail. Und ja. Und da haben wir gewonnen. Ja. Habe ich hier gerade noch mehr die letzten getötet. Ja. Das war's mit dem Let's Play. Wir haben jetzt nicht so viel kommentiert. Sondern eher gelabert, aber dafür gibt's nächste Woche wieder ein Commentary, falls das nicht in einem Part aufgeteilt wird. Genau, das, ja, am Freitag wahrscheinlich wieder ein Commentary, wie es sich gehört. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie das Game so fandet. Das weiß man doch nicht. Zum Anfang her ist doch ziemlich spannend, aber dann zum Ende her, wenn wir uns dann doch ein bisschen überlegen. Vor allen Dingen,
Ich dachte, wenn man dann ins vierte Teller kommt, hat man schon einfach diese industrielle Abfuck schon ziemlich geil. Ach, ja. Hat hier irgendeine Scheiße stehen? Ja, genau. Ja. Das hatte ich auch gedacht, dass ich ihn in der Kaserne hat. Also, aber, ja. Ich übernehme mal den Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert das Video und so. Schreibt auch noch vielleicht mal dieses Mal wieder Themen in die Kommentare. Das hat letztes Mal beim Commentary ganz gut geklappt, damit wir wieder in der nächsten Folge nicht hier nur in Gedanken versunken, da irgendwas zocken, sondern ein bisschen euch noch berücksichtigen, was ihr so hören wollt von uns. Solange es nicht zu privat ist oder so ein Scheiß. Naja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.